Hallo, liebe Freunde und Kaulack-Fans in aller Welt. Hier meldet sich der Frankie mit Kaulack TV. Heute Folge 2. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken für den regen Zuspruch, den ich bekommen habe für die erste Folge, die Pilotfolge, die ich vor 2 Tagen gesendet hatte. Da sind innerhalb von 24 Stunden über 1000 Views zusammengekommen. Ich habe auch viele neue Abonnenten dazu gewonnen, mehrere hundert. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut und das gibt mir natürlich die Inspiration und die Power, um weiterzumachen. Gerne für euch von Herzen das Kaulack, das Paradies Kaulack zu euch nach Hause in die Wohnstube zu bringen. Und hier ganz kurz, was es heute in dieser Folge gibt. Also wir besuchen einmal die Strände von Kaulack im Sturm. Wir haben Ausläufer von einem Tropensturm, der in Indien gerade wütet. Und da wollte ich euch mal zeigen, wie es an den Stränden aussieht. Und danach gibt es ein sehr interessantes Interview mit Kamran. Das ist der Gründer und Besitzer des Ocean Breeze Resorts am Bang Nyang Strand und des Eden Resorts am Merlin Strand in Khao Lak. Sehr, sehr interessantes Interview, sehr sympathischer Mensch und ich freue mich, euch das heute präsentieren zu können. Bleibt dran! Hallo, liebe Kaulack-Freunde da draußen. Hier ist der Frankie. Heute ist, so auf die Uhr schauen, Mittwoch, der 20. Mai. Und ich bin jetzt hier am oberen, also nördlicheren Teil von Bang Nyang, am Strandabschnitt von Bang Nyang. Und wir haben hier Ausläufer heute oder letzte Nacht auch Ausläufer hier bekommen von einem Sturm in Indien. Und da hat es ganz schön ordentlich gescheppert und ich wollte euch mal zeigen, wie das hier so aussieht. Also zeige ich mal eben kurz das Meer erstmal hier vorne. Kann man ein bisschen sehen, wie die Wellen da reinklatschen. Aber ich gehe nachher noch mal an eine andere Stelle, wo man das besser sehen kann. Und jetzt rum hier auf die Straße. Also hier ist das gesamte Strandgrundstück komplett überschwemmt. Das ist also alles Salzwasser, was ihr da seht. Und also 40 Meter tief ungefähr rein. Und hier läuft dann, das ist alles Meerwasser, was hier runterläuft. Also da ist Wasser vom Meer, was hier auf die Straße in Bang Nyang läuft. Schon sehr heftig. Ja, die Naturgewalten, gell? Da haben wir keine Chance dagegen. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine brandgefährliche Situation oder so, aber es ist halt einfach nur mal, um euch zu zeigen, wie es in der Regenzeit hier so abgeht. Also wenn es stürmt und hohe Wellen sind, werden oft Strandgrundstücke überspült hier und auch unterspült, also gerade da, wo die Mauern gebaut werden vorne am Strand. Und ich zeige euch aber noch einen anderen Teil und gehe mal hier so die Strandabschnitte ab. Heute ist auch ein komischer Tag, so ist alles ziemlich grau. Das zeige ich euch mal hier auch alles. Ist so grau in grau und man weiß nicht genau, es regnet zwischendurch immer wieder. Und ja, also ich kann euch da keine oder Sonnenuntergang schon vielleicht heute Abend, aber erstmal nur eher graue, verregnete Bilder. Und deswegen will ich versuchen, ob ich heute noch einen
Ich vergesse immer in die Kamera reinzugucken. Also ich muss da in dieses kleine Loch unten reingucken. Ich gucke immer auf den Bildschirm. Ja, also werde ich gucken, ob ich vielleicht auch ein Interview heute noch hinbekomme mit jemandem, irgendeinem Urgestein aus Kaolack oder so. Da schauen wir doch mal. Lieber Scholli, also das scheppert hier ganz schön rein, wie man sehen kann. Da wird man beim Zugucken alleine schon seekrank. Ja, ihr lieben Leute, jetzt bin ich am Coconut Beach hier. Sonne ist ein bisschen rausgekommen und wie ihr sehen könnt, hier sieht es erheblich besser aus, weil halt der Strand geschützt ist durch das Korallenriff vorne vor diesen riesen Wellen. Und sieht also immer noch ganz gut aus. Sind zwar auch gute Wellen, die hier reinkommen, aber es sieht immer noch sehr idyllisch aus. Zeige ich euch jetzt. Moment. Na, da ist die Schaukel, die alle kennen aus den ganzen Bildern, ne? Hier, die an der Palme hängt. Da kann man sehen. Schöner blauer Himmel jetzt momentan mit Wolken und der Coconut Strand, White Sand Beach da hinten. Ja, wie sieht das hier aus? So, ich war jetzt gerade mal kurz bei uns zu Hause, um nach den Jungs zu gucken, ob alles okay ist. Und ich zeige euch mal eben kurz, das ist hier unser Garten. Ja, das ist hier, so wie ich wohne hier bei uns. Alles grün, Pflanzen überall. Ja, und ich bin jetzt auf dem Weg zum Kamran. Das ist ein Freund, guter Freund von mir, dem das Eden Beach Resort gehört, was jetzt kürzlich eröffnet wurde, und das Ocean Breeze Resort, welches früher mal das Gerd und Neu Resort gewesen ist. Also er ist auch ein Urgestein, ist auch schon sehr lange hier, und ich freue mich sehr auf das Interview, und da wollen wir mal gucken, wie das läuft. Ich bin jetzt vor Kamrans Hotel, hier vor dem Eden Beach Resort, das diese Saison eröffnet wurde, und ich zeige euch das mal ganz kurz. Also hier wurde viel mit natürlichen Materialien gearbeitet, also wunderschönes Design. Da ist alles Bambus, riedgedeckte Dächer, viel Naturholz verwendet und so weiter. Also unheimlich viel Liebe reingesteckt in das Ganze. Ja, und durch diese Corona-Geschichte ist jetzt alles leer momentan, ne? Also es bewegt sich ja kein Flieger und nichts. Und ich möchte jetzt mal mich mit dem Kamran unterhalten und mal fragen, wie er so die ganze Sache sieht, wie er und seine ganze Mannschaft und auch seine Familie, wie die jetzt durch diese Phase und durch diese Krise durchkommen, was sein Plan oder seine Planung ist für die Zukunft, wie er das Ganze so sieht, was er glaubt, wie sich alles weiterentwickeln wird, und möchte natürlich auch ein kleines bisschen hören, gerade was für euch interessant ist, wie er hierher gekommen ist, und ja, so ein kleines bisschen Kaolack-Geschichte halt. So, von hier oben habe ich einen schönen Blick aus Kamrans Büro auf die Anlage, und hier kann man auch das sehen, was ich vorher gesagt hatte, also alles sehr liebevoll gestaltet, gedeckte Dächer, viel Naturmaterialien verwendet, und es fängt an zu regnen, soll ich das Fenster zu machen. Jawohl, so, ich bin jetzt beim Kameramann im Büro hier, machen jetzt Office Talk, weil es ist draußen ordentlich am Regnen, und ich bin gespannt, was er uns so zu sagen hat. Hallo Kamran. Hallo Frankie, grüß dich. Na? Schön, dass du da bist. Ja, schön mit dir zu sprechen heute, danke. Ja, unser Sauwetter heute, ne? Ja, genau.
Ja, wir machen hier das werde ich wahrscheinlich später in so Office Talk nennen. Ne? Ja. Also gerade wenn ich hier jetzt halt Geschäftsleute in Kaolack besuchen gehe und die interviewe, dass man dann halt auch mal so sieht, wie die arbeiten, ne? Wie das auch halt drinnen aussieht. Nicht nur die schönen Bilder draußen, ja, oder vom Boot oder so, sondern halt, wir haben ja auch als Expats hier in Kaolack ein ganz normales Leben. Richtig, ne, Privatleben auch. So, ja, ne, Privatleben und Arbeitsleben, so wie jeder andere auch. Und das Arbeitsleben ist halt auch nicht immer Zuckerlecken, gell? Das ist genauso Arbeit wie in Europa oder irgendwo anders, ne, in der Welt. Ja. Und sogar ein bisschen härter als wie in Europa ab, richtig, und zu, ne? Ja. Weil wir natürlich auch mit der Mentalität anders sind und die sind wieder anders und für uns ist es natürlich auch schwierig. Aber durch das, dass wir beide schon ziemlich lang da sind, ne, haben wir uns daran schon gewöhnt, denke ich. Ne? Richtig, ja, genau. Ja. Dann erzähl doch mal ganz kurz was von dir ein bisschen. So, wo kommst du her, wie alt bist du und wann bist du nach Kaolack gekommen vor allen Dingen und warum? Ja, also ich werde dieses Jahr berühmtes 2020 50. Ne? Aha, ja, das werde ich nie vergessen, ne, dieses Jahr. Und mein Vater war Pakistani, meine Eltern, die sind ausgewandert, 66 nach Österreich. Ne? Mhm. Dort bin ich 1970 dann geboren in Salzburg, in schönen Salzburg. Und vor 14,5 Jahren bin ich nach Thailand. Ne? Ja. Und vor 12 Jahren eben nach Kaolack. Ne? Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau, ne? Ja. Du warst einer der ersten, wo ich kennengelernt habe eigentlich. Richtig. Ne? Richard Doring und du, genau, und der genau. Georg. Ne? Ja, haben wir noch den Pool versucht zu retten. Zu retten, ja, in ja. Ocean Breeze, ne? Und alles Mögliche. Waren schöne Zeiten auch. Ja, ich bin verheiratet mit einer Thai, sie ist Architektin in Phuket, hat sie auch einige Projekte und das Ganze eben hat sie auch gestaltet und auch designt. Und habe eine Tochter noch, sie ist jetzt 13. Mhm. Ne? Und von erster Ehe habe ich in Österreich noch drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Ne? Mhm. Also besuchen mich auch regelmäßig. Ja, also ja. Vier insgesamt. Vier insgesamt. Auch. Ja. Ja, du auch. Ne? Ja, ja. Ja. Ja, das ist alles von meiner Seite eigentlich. Ne? Ja, und genau, die wichtigste Frage, das war auch jetzt gemein von mir, weil ich habe auch gleich vier Fragen auf einmal gestellt. Ja. Die wichtigste Frage eigentlich dabei, warum ausgerechnet Kaolack? Also wie bist du auf Kaolack gekommen? Also ich bin 2008 nach Phuket gekommen, ne? Und dort habe ich meine Frau eben in ihrem Projekt kennengelernt, wo ich ein Haus gekauft habe. Ne? Ja. Wollte ich mich da eigentlich niederlassen und da habe ich sie kennengelernt. Und dann hat eben meine Frau hat eine Tante gehabt, die was eben von Banga ist. Ne? Mhm. Und sie hat eben die Kun Neu gekannt von Gerd und Neu. Ja. Ne? Und das, was jetzt das Ocean Breeze ist. Und damals, vor 12 Jahren, als ich dahin bin, nach Ocean Breeze, also nach Gerd und Neu damals, um zu verhandeln, zu verhandeln wegen dem Preis oder generell mal anzuschauen, wie das gefällt. Ne? Mhm. Es war ja eigentlich eine Einsternanlage damals und nach dem Tsunami hat sie eben ein paar Bungalows raufgebaut und nicht wirklich professionell in den Sinn. Ne? Ja. Und dann bin ich am Strand gestanden, da ist diese Brise gegangen und ich habe mich sofort in dieser kleinen Strandabschnitt verliebt. Ne? Mhm. Auch so, und da ist die Brise gegangen und vor mir war der Ozean. Da habe ich so, wenn ich es kaufe, dann wird es Ocean Breeze heißen. Ne? Ja, das ja. war mein erster Gedanke eigentlich. Ja, ne? Schöne Geschichte, ja. Ja, toll. Und dann sind die Neu hat eben damals auch sehr gelitten finanziell nach dem Tsunami. Mhm. Und ihr Mann ist ja auch gestorben vorher und sie war allein, ja. Hat Kinder gehabt und sie wollte das eben unbedingt aufgeben, weil sie das psychisch eigentlich nicht gepackt hat, wie viele Leute auch damals. Ne? Ja, ja. Und für mich war das eben ein Neustart und dann habe ich das damals mit meiner Frau gekauft und dann haben wir die erste Renovierung durchgeführt, auf 45 Zimmer aufgebaut.
Und dann war sie ja auch bei der Eröffnung ja auch da alle, ne? Ja, ja. Und das war 2009, richtig? Mhm. Ja, das war 2009. So schon die 12. Saison jetzt dann, ne? Da war sie bei der Eröffnung da, 2009. Ja, ja. Mhm. Und dann waren eben sehr harte Jahre auch, weil damals unsere Low-Season ja wirklich eine Low-Season war, ne? Da war ja wirklich nichts, Frecki, wie du dich erinnern kannst. Ja, ne? High Season war ja damals auch nicht so stark wie heute. Ne? Da war ja nach dem Tsunami wirklich wieder der Aufbau und wo wir wirklich daran gearbeitet haben, dass wirklich viele Leute auch wieder nach Khao Lak kommen und wir haben sehr viel Arbeit geleistet, vor allem die schon länger da sind, dass wir auch Khao Lak wieder ins Vordergrund rücken. Ne? Richtig. Und dann sind die Jahre immer besser geworden und die Low Season, die letzten drei Low Seasons sind sehr stark geworden. Ne? Haben wir bis zu 60% Belegung gehabt. Ne? Hm. Und dann habe ich 2000 und wann war das? 16 das Land hier gekauft. Ja? Das sind 15 Reihen, circa 25.000 Quadratmeter. Und dann eben das angefangen zum Bauen, 2018 habe ich das eröffnet, am 10. Dezember. Und wir sind exklusiv bei Schau ins Land, ist auch ein sehr guter Freund, Gerald Kastner von mir. Und auch ein sehr guter Partner, bin sehr zufrieden, auch durch diese schwere Zeit jetzt im Moment. Wüsste ich nicht, was ich ohne die machen würde. Ne? Also er hilft, wo er kann und ist wirklich, muss ich sagen, was Besseres hätte ich mir nicht wünschen können. Ja, ist ja immer wichtig. Ne? Das ja. ist halt auch, ich kenne das halt auch von mir. Ich meine, wenn man Erfolg hat oder einen gewissen Erfolg in irgendeiner Form, dann vergisst man das oft und auch viele Leute vergessen das halt auch. Es sind halt auch immer Menschen dabei auf dem Weg, die einem dann immer helfen und immer dabei und, sind. Und ne? dich vielleicht in die richtige Richtung schieben und auch mal hier supporten und helfen. Richtig, und ja. und da muss man halt immer gucken. Das finde ich gut, dass du das ansprichst, weil das ist halt immer auch wichtig zu wissen, wo man herkommt. Wo man herkommt. Ja, ja, ne? Und vor allem, Menschen glauben an dich. Und supporten dich, du darfst du natürlich auch nicht enttäuschen. Und wir genau. haben sehr lange schon Geschäftsbeziehungen über Ocean Breeze und eben dann auch hier in Eden. Darum haben wir das als Exklusivpartner. Und das war eine meiner besten Entscheidungen bis jetzt, ne? Geschäftlich gesehen. Ne? Ja, ja. Weil die machen sehr viele Room Nights und promoten uns sehr gut. Wir sind überall immer dabei mit Thailand. Und auch jetzt in dieser schwierigen Zeit, wann es wieder anfängt, ne, sind wir immer wieder vorne dabei. Ne? Ja, ja. Und das ist eben mit 12.000 Reisebüros immer sehr wichtig, dass wir immer up to date sind. Ne? Ja, ja, ja. Was glaubt, also ich meine, jetzt momentan haben wir natürlich eine extrem schwierige Zeit. Alles ist zu, es läuft gar nichts. Was ist deine Einschätzung? Was glaubst du, wann es wieder losgeht und wie die Entwicklung sein wird? Also meine Einschätzung, auch mit Gerald Kastner gesprochen, dass es spätestens in August losgehen wird. Wir hoffen natürlich auf Juli, ja, ne? ja. weil wir sehr gute Buchungen haben im Juli und August. Die nächste Saison wird ein bisschen natürlich schwieriger werden, weil die Leute auch sehr viel Angst haben. Ne? Mhm. Und wie wird das Reisen werden? Wie 12, 13 Stunden Flug? Du musst vorher schon eigentlich 3 Stunden da sein. Jetzt musst du 5 Stunden vorher wahrscheinlich schon beim Flughafen sein. Abstände und. Aber ich denke, dass die Leute reisen werden, weil das ist ja das, was uns prägt. Wir und vor allem, wir haben sehr viele Stammkunden in Khao Lak, das was du weißt, was immer wieder zu uns kommen und ja. was Khao Lak auch sehr lieben und uns auch sehr supporten in dieser Richtung, auch in dieser schwierigen Zeit. Wir kriegen immer Mails von Gästen, wann sperrt ihr wieder auf, wie sind die Ersten, die was kommen und. Wir bleiben diesmal nicht 2 Wochen, wir bleiben gleich 3-4 Wochen. Ja, ja. Also ich denke, das Verhalten wird sich natürlich ändern, aber Leute, die was eben Khao Lak kennen, so wie wir aufgestellt sind, ne, werden auch Vertrauen in Khao Lak haben. Ne? Ja, ja, ja. Und natürlich wird es viele Veränderungen geben,
wie Hygienemaßnahmen und. Wir haben gestern eine Besprechung gehabt, die aus 4 Stunden gedauert hat, mit jedem Department, wie eben die mit dem Ganzen umgehen werden. Buffet nicht mehr selber nehmen, wird eben Koch dann dir das alles geben, Timeslots wird es geben. Ja. Und verstärkt natürlich auch Frühstück im Zimmer zu servieren, ne? Am Abend Buffets aufzustellen, auch mit Timeslots. Wir werden uns natürlich viel Mühe geben und den Gästen richtig verwöhnen, ne? Dass der Gast auch das Gefühl hat, dass er doch was von seinem Urlaub hat. Ne? Richtig. Und wir werden für Sicherheit sorgen, soweit wir können. Ne? Und für Hygiene, bei jedem Checkout werden wir die Zimmer komplett desinfizieren. Ne? Und solche Sachen, jeden Tag bitte Bettwechsel, sowas haben wir auf dem Plan, dass wirklich die Sicherheit und die Sauberkeit auch garantiert ist. Ne? Dass sich der Gast in dieser Richtung keine Sorgen machen muss. Ne? Ja, ja. Sehr und so weit wie möglich seinen Urlaub genießen kann. Das wunderschöne Meer, unsere Pools, Massagen, das wird natürlich Restrictions geben, wie wir das Ganze machen, aber mit denen müssen wir jetzt mal leben, eine Zeit lang, ja, denke ich. Ja, richtig. Ne? Und wir müssen das Beste draus machen. Genau, genau. Ne? Und, ja. Wie siehst du die Zukunft von Kaolack insgesamt? Insgesamt, ich habe immer auf Kaolack viel gehalten, darum bin ich auch da geblieben. Ne? Viel mehr als wie von Phuket oder von Samui. Mhm. Und mir gefällt es auch da sehr. Ist eigentlich meine Heimat geworden und ich möchte nirgends anders sein. Ich sehe die Zukunft von Kaolack immer noch glänzend. Ne? Und an das werden wir alle gemeinsam arbeiten, dass es auch wieder aufwärts geht. Gell? Ja, super. Und dass unsere Natur erhalten bleibt, dass unser Charme erhalten bleibt, dass wir so bleiben, wie wir sind. Ne? Und immer was Neues machen, was den Gästen anbieten und dass der Gast auch immer zu uns immer wieder gern kommt. Ne? Ja, ja, okay, super Schlusswort. Dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. War sehr schön, mit dir zu reden. Und freue mich immer. Hoffe, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, also wir werden dann in Zukunft mal draußen was machen, wenn das Wetter besser ist. Ja, ne? Okay, alles klar. Danke. Tschüss. Ja, hallo, liebe Kaolack Friends und Fans. Ja, hallo, liebe Kaolack-Freunde in aller Welt und in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Was für ein Blödsinn ist ja die ganze Welt. Ja, hallo, liebes Kaolack.